Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Spiel The Crew. So, wo wir stehen geblieben? Wir wollten uns den Radar holen. Richtig. So. Du solltest mehr Erfahrung sammeln, bevor du dich an die nächste Mission wagst. Wie oft will ich sonst denn das noch sagen? Okay, ich fahre jetzt hier gerade mal mit Schuhen. Ich habe gar nicht so eine Clownslatschen, aber mit den Pedalen ist es gerade ganz schön eng. Mal gucken. So, wir müssen auf jeden Fall hier lang. Weil ich vermute mal wirklich, dass es auf der anderen Seite des Wassers ist. Ja, wahrscheinlich auf dieser Mini-Insel da. Ja, es ist, Ach, Leute. Irgendwie müssen wir mal da rüberkommen. Hier ist eine kleine Straße, die da lang führt. Die nehmen wir jetzt mal. Okay, sagen wir einfach mal, kleine Straße zu Bahnschienen natürlich. Ach so, wir kommen hier rüber zum... Ah, oder? Nicht? War doch. Kommen wir irgendwann mal rüber auf die kleine Insel da links von uns, oder... Ja, nicht. Wir müssen da rüber irgendwie. Mal durchfahren ist wohl eher nicht, würde ich sagen. Haben wir schon ein paar Mal getestet, ob wir durch Wasser fahren können. Leider nicht der Fall. Und wir haben auch gerade gar nicht unser Geländetuning drauf. Ja, man kann mal irgendwo... Denke ich mal, würde darüber führen. Hoffe ich. Für euch. Und für mich. So, sehe ich da vorne eine Brücke? Ja, erstmal sehe ich einen Baum. Ich glaube, ich sehe da vorne eine Brücke. Na, siehste. So. Jetzt links und dann müsste es eigentlich bald wieder mit Plinkploing beginnen. Mal eine ganz andere Sache in eigener, Info. Nee, andersrum. Mal eine ganz andere Info in eigener Sache. Oh. Nein, das war nicht die Info. Ich hatte vor, mit dem Projekt The Forest zu starten, weil, ja, ich finde so Survival-Spiele eigentlich sehr geil und habe auch bei anderen großen Streamern schon, herzlichen Grüß an dich, Gronkh, bei dem Spiel mal etwas reingelinst oder beziehungsweise bei dem Spiel sogar etwas mehr als nur reingelinst. Muss aber ehrlich sagen, seitdem ich das Spiel besitze und runtergeladen habe und mal kurz angespielt habe, ist der Patch 0.16 mit der Unity 5 drauf. Und heute hat der gute Gronkh sein Let's Play... ist das doch da drüben oder was? Ne, hier vorne ist er. Dazu veröffentlicht und ich habe erst gedacht, ich habe die Grafikeinstellungen falsch. Weil es wirkte alles irgendwie nicht so wie in seinen Let's Plays, sondern alles sehr matschig und sehr verschwommen. Und ich habe mit den Grafikeinstellungen hin und her gespielt und so weiter und so fort. Habe aber heute in dem Let's Play von Gronkh feststellen müssen, er hat nämlich heute ein Let's Play veröffentlicht mit dem neuen Update, also dem Patch 0.16 und der Unity 5. Und da habe ich festgestellt, es liegt gar nicht... an meinen Grafikeinstellungen, sondern nein, das hier Gelände. Ja, ja, fahren wir mal. Sollten wir sowieso machen. Sondern es liegt an der Unity 5. Kommst du? Wir müssen die Sache anleiern. Ja, ja, bin unterwegs. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich bin unterwegs. Ich brauche mal deinen Blutdruck runter. Kriegen wir alles hin.
wollte nämlich dann so gestalten, dass ich von The Crew, müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr wirklich täglich weiterhin The Crew haben wollt oder ob euch alle 2 Tage reichen und dafür ein anderes Projekt dazukommen soll. Überlasse ich voll und ganz euch. Auf jeden Fall, was The Forest angeht, habe ich mir überlegt, okay, ich werde warten, bis das nächste Update draußen ist. Und die Entwickler, weil viele, viele Forest-Spieler haben schon in der Steam-Community geschrieben, dass das alles nicht so das Wahre ist und viel, viel Atmosphäre weggenommen wurde dadurch. Und wenn ich natürlich mit einem Let's Play anfange von einem Spiel, von dem ich total überzeugt war, will ich natürlich nicht da anfangen, wo es gerade bescheiden ist. Es ist zwar gerade eine Alpha, aber es war besser, als es jetzt momentan ist. Ich will nicht schuld sein, wenn man dich aus dem Straßengraben kratzt. Du brauchst noch mehr Erfahrung. So, jetzt sind wir auf der Straße. Alles gut. Ja, da die Entscheidung, wo wir jetzt, wo wir gerade stehen, genau, die Entscheidung überlasse ich euch. Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr in die Kommentare schreiben könntet, wie ihr das gerne haben möchtet. Also das Projekt Thief läuft definitiv weiter, weil mich die Story mittlerweile auch schön gepackt hat und ich auch wissen will, wie es da weitergeht. The Crew, ganz ehrlich, ist ein Zeitvertreib. Ich habe mir mehr erhofft, ganz ehrlich. Ich finde es sehr schön, ich finde die Spielidee dahinter auch sehr gelungen. Also das heißt, die Spielidee, die ist ja nicht neu. Aber so mit Open World und alle Spieler gleichzeitig und so weiter und so fort und viele kleine Gimmicks drin, wie Hot Rod suchen und so weiter, finde ich sehr geil. Auch dass man verschiedene Tuning-Typen hat, was ich sehr enttäuschend finde, muss ich ehrlich gestehen. Ich hoffe, es ändert sich noch, aber momentan sind es extrem wenig Tuning-Teile. Also wir haben ja 3 verschiedene Frontschürzen, also 3 verschiedene Heckschürzen, Seitenspoiler haben wir 1, Felgen können wir groß was machen, Lack auch. Heckspoiler haben wir 1 zur Auswahl. Ja, Tuning schön und gut. Aber Individualisierung. Jetzt bin unterwegs. Bleib auf der Linie. Ein Witzbold, hä? So, versuchen wir da mal unser Glück. Ach du Scheiße. Nein. Na klasse. Das war nicht mal Bronze. Bei The Crew muss ich ehrlich zugeben, es ist alles etwas wenig. So, wenn ich jetzt hier einzeln mache, switcht er automatisch? Sendefahrzeug benutzt. Kann ich das wechseln? Zeig mal, was du mit dem Dirt Card kannst. Naja. Das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Aber nur. Doch kein fliegender Start, okay. Ja, wie gesagt, schreibt doch bitte in die Kommentare. Oder habt ihr irgendwelche Wünsche? City Skyline habe ich auch auf meiner Liste. Das werde ich auf jeden Fall auch noch let's playen. Aber es ist einfach zu... Ich dachte, ich hab... Alter. Ich dachte, ich hätte Geländebereifung drauf. Irgendwie nicht so richtig, glaube ich. Alter, was ist das denn? Ich hab doch das Geländekit gerade... Fahre ich doch jetzt gerade da nicht. Also... Laut Frontstoßstange und so und Reifen, die ich sehe manchmal von der Seite, würde ich sagen, ich habe die Geländebereifung drauf. Ich bin hier am Rutschen wie
Keine Ahnung, die Eisprinzessin. Alter, es ist ja nicht mehr feierlich hier. Leute. Achso, das ist die Stelle, wo wir uns gerade schon gepackt haben. Okay. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Das war ernsthaft. Was ist denn? Menschenskinder. Ja, das funktioniert ja wunderbar. Das funktioniert ja hier gerade wunderbar. Läuft ja bestens irgendwie. Hör auf hier rumzurutschen, meine Güte. Ja, wie ihr seht, das ist ein ganz einfaches Rennen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gebremst und gebe den anderen auch mal eine Chance. Ach du mein lieber Gott, ne, das ist ja ne, ein Riesenspaß. Na gut, probieren wir nochmal. Doch, das ist auf jeden Fall das Geländekit, was wir drauf haben. So, probieren wir nochmal. Dritter Gang. Ohne, dass wir uns jetzt hier schon mal drehen. Naja, um auf zu schleimen. Gleich flamest du mich wieder. Lässt da wieder einen großen Shitstorm los. So, das ist die Kurve. Die kriegen wir mittlerweile auch ganz gut gebacken. Ja, wenn wir die Strecke kennen, geht's eigentlich. Aber Strecken beim ersten Mal sind wir einfach nicht so der King. So, die kleben uns auch ganz gut dran. Also, so wirklich weg kommen wir jetzt auch nicht. Oh, da hat es gerade gekracht. So, jetzt müssen wir hoffen, dass uns jetzt hier keiner aus der Kurve rammt. Ich würde es tun. Ich weiß nicht, wie die Jungs hier drauf sind. Ich glaube aber auch nicht, dass die hier sind zum Freunde finden. Na komm. Also dafür, dass wir Geländebereifung drauf haben mit einem riesen Profil, habe ich mir mehr Traktion erhofft, ganz ehrlich. So, wir bleiben jetzt hier mal im dritten. Weil wir müssen jetzt eh wieder hier rum und dann müssen wir eben dritten weiterfahren. So, aus der Kurve raus können wir hochschalten. Alter, ich muss sagen, so lange wie in dem Rennen hier, musste ich mich lange nicht mehr konzentrieren. Wir haben noch eine Runde. Boah, Leute. So, dritter. Kurz mal hochschalten. Und hier den dritten. So. Driftkurve hier. Oh, jetzt bin ich gerade fast abgesoffen, oder was? Unschön. So, was ist die Kurve hier? So, gerade noch so halten können. Geh weg da. Lass mir in Ruhe. Was ist mit ihm jetzt los?
verlieren. Nein, 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 nein. Da vorne ist das Ziel. Das ist nicht sein Ernst jetzt. Was? Ich krieg's kotzen. Hör da auf, Mann. Drei Runden super gekämpft und dann... Entschuldigung. Ich bin mir aus dem Weg. Ich bin sauer. So. Du machst sie kalt. Ja, ja. So, also wie gesagt, mal ganz fern ab von dieser Rolle, von diesem Spiel hier, wir dürfen nicht verlieren. Von der Crew, von der Episode hier, von der Folge, wie auch immer ihr es nennen wollt. Bitte, 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 schreibt doch mal in die Kommentare, kann ich irgendwas besser machen? Bei The Crew stelle ich mich zu dumm an, wie auch immer. Oder wollt ihr lieber ein anderes Spiel sehen? Soll ich The Crew einstampfen? Soll ich es weiterspielen? Soll ich aber ein anderes Spiel dazu nehmen? Ich glaube, ich schaffe das Rennen nicht mal in der Folge. Hier kann das sein. Wie schlecht bin ich denn? Also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Die Frage ist nur, nehme ich es weiter auf? Wenn ihr sagt, nee, 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 lass mal, spiel mal lieber was anderes. Was mir momentan so vorschwebt, ist zum einen City Skyline auf jeden Fall. Ey, der Benny, ne, der macht mich fertig. Und da vorne, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein Dodge Ram. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, was mir vorschwebt, ist City Skyline. Dann mit einem Kumpel zusammen Rust. Da weiß ich aber noch nicht, wie wir das gestalten. Denn ist ja mal so eine Sache, wenn man was zusammen anfängt, will man ja auch alles zusammen weitermachen und so weiter. Und was ich mir noch angeguckt habe, ist Creativerse. Creativerse ist eine Art Minecraft. Minecraft selbst sperre ich mich aber gegen. Habe ich schon immer gemacht, seitdem es rauskam. Oh, Leute. Und werde ich auch weiterhin tun. Creativerse ist so ähnlich, ist aber nicht Minecraft. Somit verletze ich meinen eigenen Grundsatz nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, kurz anbremsen. Ach, komm doch rum um die Kurve. Meine Fresse. Ist das schon die dritte Runde? Ach, das kriegen wir da wieder nicht hin. Ich krieg das Kotzen. Ja, wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie soll ich weiter verfahren? Soll ich weiter dran festhalten und euch regelmäßig füttern? Da vorne ist das Ziel. Mit Folgen von The Crew. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier fortfahren drücke. Weil wir haben ja unseren anderen noch... Kann ich denn hier auswählen? Benutzter Wagen. Wie kann ich denn? Benutzten Wagen ändern. Ich weiß es nicht. In der nächsten Folge fahren wir das Rennen. Und dann rock ich's für euch, versprochen. Dennoch möchte ich gerne von euch wissen, wie schon mehrfach in der Folge angesprochen, wie soll ich weiter verfahren? Wollt ihr weiter gefüttert werden mit Folgen von The Crew? Oder sagt ihr lieber, Junge, lass es sein, kann sich ja kein Arsch angucken mit dir. Solltet ihr Zweiteres wählen? Bitte auch vielleicht Vorschläge, was man noch, was ihr gerne möchtet. Wonach es euch lüstet quasi. Wie gesagt, Rust, then let's play together mit dem guten Topsy. Dann hätten wir City Skyline, habe ich mir angeguckt, will ich auf jeden Fall spielen. Grid 2 Online wäre auch noch möglich, der Singleplayer-Modus, da bin ich schon relativ weit. Den wollte ich nicht let's playen, aber der Online-Modus, den können wir let's playen, da bin ich glaube ich auf jeden Fall Level 1.
Was noch? Forest, wie gesagt, bei Forest will ich gerne noch warten, wie sich das da entwickelt. Ich werde es auf jeden Fall let's playen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es haben wird, aber ich werde es auf jeden Fall let's playen. Aber jetzt gerade mit, so wie es gerade momentan aussieht, möchte ich euch das nicht antun, denn dann würdet ihr einen falschen Eindruck von dem Spiel kriegen. Und, ja, ich sehe gerade nicht. Ihr könnt ja mal gucken bei Steam quasi, könnt ihr bei mir reingucken. Domplayer85TV oder Domplayer85, müsst ihr mal gucken, keine Ahnung. Das Logo von mir ist auf jeden Fall da zu sehen, nicht zu übersehen. So viele gibt's auch nicht. Und guckt einfach mal durch meine Liste und sagt, was ihr gerne sehen würdet. Was ihr gerne sehen wollt natürlich. Und ich werde sehen, was sich tun lässt. Vielleicht, auch wenn ein Spiel nicht in meiner Liste ist, sagt's mir trotzdem. Und vielleicht ist es ja was für mich. Und ja, dann werde ich das spielen. Auf jeden Fall, in dieser Folge tut's mir leid, dass wir hier eigentlich gar nichts geschafft haben und ich nur irgendwas in eigener Sache auf andere Sachen gezogen habe. In der nächsten Folge werden wir das Rennen auf jeden Fall und dann wieder voll und ganz für das Spiel da sein. Und dann werden wir auch das Rennen packen. Und ich hoffe, ihr guckt weiter zu. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Euer Domplayer. Ciao.